Warum Vergeben so wichtig für dich ist. Ich werde dir nämlich in den nächsten paar Minuten zeigen, dass du vergeben kannst und warum du es sogar solltest. Mein Name ist Victor Molina Megías, Transformationscoach und Herausgeber von Bewusstseinsfarb. Also versteh mich nicht falsch. Jeder kann vergeben, aber nicht jeder will vergeben oder ist aktuell noch nicht so weit, um jemanden zu vergeben. Und ich verstehe das natürlich. Ich meine, wenn einem ganz schlimme Dinge angetan wurden, dann verspürt man halt diese negative Emotion wie Groll, Wut oder Hass. Und ich erwarte jetzt auch nicht, dass du diese Person auf einmal liebst oder beste Freunde mit ihnen wirst. Das geht es nicht. Es geht allein um dich. Wenn du gegen irgendjemand noch Groll, Wut oder Hass verspürst, dann kannst du dein Herz nie ganz öffnen. Das heißt, du kannst nie ganz lieben. Auch nicht die Menschen, die dir ganz nahe stehen. Deine Familie, deine Kinder, deine Freunde. Es ist nicht möglich, beides zeitgleich. Ich werde dir mal ein Beispiel von mir erzählen. Ich hatte einen Konflikt mit meinem ehemaligen Arbeitgeber. Meiner Meinung nach sind da ganz üble Dinge passiert, aber ich konnte das alles nie beweisen und ich wurde sogar krank. Ich bin am Schluss sogar noch vor Gericht gegangen und habe aber dann irgendwann losgelassen, wo ich das Ganze realisiert habe, was da überhaupt gerade passiert. Also ich habe losgelassen und in mir vergeben. Das heißt, ich habe mir gedacht, ich kann ja nicht eine ganze Firma über einen Kamm scheren, nur weil vielleicht ein paar Vorgesetzte ein paar Fehlentscheidungen getroffen haben oder sich einfach falsch verhalten haben. Jeder kennt den Vers aus der Bibel, vergib ihnen, denn sie wussten nicht, was sie tun. Und das gilt für jede unbewusste Handlung, egal ob es von dir, also auch von mir selber herausgeht. Jede unbewusste Entscheidung ist quasi, dass wir was machen und wir wissen nicht, was wir tun. Denk an dich und an deine liebenden Menschen. Vergib dieser Person, auch, und wenn auch nur im Stillen. Weißt du, manche Menschen, die schleppen das jahrelang mit sich rum, diesen Groll, diesen Wut, dieser Hass. Fang heute an, befrei dich selbst und tu dir einen Gefallen damit. Also ich glaube an dich. Und wenn du denkst, dass diese Botschaft irgendjemand weiterhelfen könnte, dann teil gern das Video. Ciao, dein Victor.